Hallo, wir haben eine normale Woche. Heute ist wieder Dienstag und heute gibt es wieder 15 Minuten ohne Schnitt aus dem Soundstall. Da gehe ich jetzt rein. Da ist der Jan Hinnack, mein Auszubildender diesem Jahr. Und die Emma, das ist eine Praktikantin, gerade dabei, die Sauen aufzustellen zur Abwicklung. Ja, in diesem bösen Kastenstand. Und ich nehme euch mit. Ich bin jetzt hier gerade im Vorraum. Hier ist eine Bank, das ist die Trennung zwischen Schwarz-Weiß. Schweinepest lässt grüßen. Hier ziehen wir uns immer um. Auch ich, Schuhe sind schon aus. Und ich werde jetzt auch in 15 Minuten Schnitt mich umziehen. Irgendwie. So. Ich mache es so. Ich komme zwischendurch mal wieder rein, damit ihr noch seht, dass ich da bin. In diesem Zuge mal ganz kurz eine kleine Erwähnung bzw. eine kleine Geschichte. Und zwar fragen immer wieder häufig Leute nach, ob wir auch Praktikumsstellen vergeben bzw. ob die Leute bei uns ein Praktikum machen können. Jetzt bin ich nackt. Grundsätzlich hätten wir das lieben gerne gemacht, dass wir euch allen die Chance geben, ein Praktikum bei uns zu machen. Problem ist aber, wir haben jeden Tag mindestens 2 oder 3 Leute, die uns anfragen, entweder bei mir oder bei Anke. Und wenn wir allen ein Praktikum vergeben würden, dann gehen wir unserer ganzen Arbeit gar nicht mehr nach. Deswegen sage ich den Leuten allen ab. Leider, tut mir leid. Außer den Leuten, so wie Emma jetzt zum Beispiel. Und die hat sich auf eine Ausbildungsstelle bei uns beworben. Und dann läuft es eigentlich mal so ab, dass wir uns mal eben kurz zusammensetzen, quatschen ein bisschen. Und wenn wir uns dann gegenseitig sympathisch sind, dann verabreden wir uns zum Probearbeiten. Und das ist jetzt bei der Emma Fall. Die ist jetzt für 2 Tage her, also gestern, heute. Und ja, das heißt dann auch Probearbeiten. Alle Arbeiten mitmachen. Heute Morgen haben wir schon zusammen besamt. Und jetzt geht's zu den Sauen zum Aufstallen. So, die Ladies haben sich hier schon mal hingelegt, weil sie auf mich warten mussten. Das hier ist die Sauendusche. Ich zeige euch mal kurz den Weg, den sie bis jetzt gegangen sind. Und zwar kommen sie aus dem Wartestall. Hallo? Das Video läuft, 15 Minuten ohne Schnitt. Das ist die Emma, habe ich euch gerade schon erzählt. Wo ist die da? Macht ihr das Praktikum? Jan Hinnack. So. So wie alle anderen auch. War da. Existiert. Hey! Also die Emma ist schon frech. Für 1,5 Tage ist sie schon frech. Aber das mag ich auch. Ich bin ja auch immer frech. Und passt wieder so ein bisschen. Gestern haben wir übrigens den Einstellungstest, hat Emma gestern erfolgreich bestanden. Und zwar gegen Jannis in 4 gewinnen. War nicht schwer. War nicht schwer, ne? Wie viele Züge hast du gebraucht? Ich glaube 5. 5, ne? Jannis hat halt andere Qualitäten. So, das ist das NT-Abteil, das kennt ihr vielleicht auch aus vielen Videos. Da liegt noch eine Sau. Da liegen 2. Und warum wollen die nicht raus? Ihr wollt nicht so viel in die Dusche packen. Okay, die beiden Sauen bleiben nur liegen, die anderen sind in der Dusche. Und genau, wir treiben sie rüber. Machst die Tür einmal zu hinter uns. Über den Gang. In die Sauendusche. Und die Sauendusche ist quasi nichts anderes als eine kleine Bucht. Seht ihr hier? Der Boden ist perforiert. Da oben seht ihr so einen Düsenbalken. Da vernebeln wir dann ganz fein Wasser, kaltes Wasser. Und ihr riecht auch schon das Shampoo, was wir hier auf die Sauen gespült haben. Hat das jetzt irgendeiner verstanden? Die riechen es nämlich nicht. Oh. Ich versuche mal lustig zu sein, es klappt nie. Also ihr riecht das Shampoo hier drin. Die Sauen werden mit dem Shampoo eingespült, um die Parasiten und Co. von der Haut zu spülen. Ja, und dann sind sie eigentlich bestens sauber, klinisch rein, so wie die junge Dame hier, um rübergestellt zu werden in den Abwerkler. In den Abwerkelabteil. Und wie das abläuft, zeigen wir euch jetzt. Please open the door. Einer von euch beiden nicht wegrennen. Du bist auch mal rein. Ja, hier. Dann müssen wir hier bleiben. Mann. Wieso? Weil die in den anderen Teil müssen. Ach so, in die andere Seite. Ja, okay, wie viel brauchst du? Ja, alle mit auf die beiden. Die beiden müssen auch sauen. Die anderen sind Jungs sauen. Ah, die Jungs haben. Wir machen erstmal die Großen, die Alten. Die Jungs haben machen wir gleich hinterher. Ist egal, müssen wir umswitchen. Weil die Jungs sauen, ja, die Jungs sauen laufen nicht ganz so problemfrei rein wie die Alten sauen. Und deswegen zeige ich euch jetzt erstmal, wie die Alten reinlaufen. Ja. Genau, die Emma stellt sich schon mal hin. Und jetzt seht ihr die Ladies, die das nicht zum ersten Mal machen. Aber irgendwie bockig sind. Jan Hinnack sagt, die sind heute bockig. Na, lass mich einfach mal vorlaufen. Okay. Ihr seht, wir haben hier mit Tieren zu tun. Das größte Problem ist aber der Wechsel des Bodens.
So, und jetzt habt ihr die Sau. Sie war schon öfters hier drin und geht jetzt hier in die Bucht rein. Die nächste kann auch schon mal gerne kommen. Die nächste ist immer noch bockig. Okay. Ja, das Problem ist, dass ihr da jetzt auch mit dem Brett vorsteht und nicht mit der grauen Planke. Genau, Jungs, lass mal vorbeilaufen. Die kriegen wir auch noch mal rein. Ich verstehe eure Logik noch nicht so ganz. Warum habt ihr jetzt die hier reingestellt und die Jungs sagen, was ist, wir sitzen doch gar nicht. Da kommen noch mehr. Ah. Da kommen noch mehr. Okay. Also wir haben 9 Jungs auch. Oh, das ist eine Menge. Ja. Okay, gut, dann verstehe ich die Logik doch. Danke. So, immer schleif die sauber vorsichtig rum, genau so, dass die mal einfach reingucken kann. Die sieht da hinten das Loch, halt es mal schön vor. Also Sauen sind auch nur, schon auch nur Tiere. Und das größte Problem ist eigentlich jetzt hier, dass die den Boden wechseln. Na, lass die mal durchlaufen. Wir gehen da Jungs hinterher. Lass mich mal hinterher. Ja, da ist vorher schon eine reingelaufen. Okay, dann schneiden wir gleich. Passend. So, oh, da ist schon eine. Okay. Ja. Da ist eine Jungs, die muss auch in die Kassenstadt rein. Gut. So, die Sau läuft jetzt zum ersten Mal rein. Und jetzt die. Sieht so interessant. Aber es funktioniert. Das ist immer die Geschichte. So, der Tod ist nicht abort. Das ist immer die Geschichte, die wir kennen. Alle Leute, die läuft sogar freiwillig rein. Alle Leute, die uns was Böses wollen und die kein Verständnis dafür haben, dass wir die Sauen in diesen Ferkelschutzkorb einsperren, sagen, die werden da reingezwängt und so. Und selbst jetzt seht ihr, dass Jungsauen ja mehr oder weniger freiwillig reinlaufen. Das ist jetzt zum allerersten Mal hier. Natürlich ist alles neu, alles interessant. Wir wissen aber, wie es abläuft. Wir wissen, dass die Schweinchen hier so reinlaufen. Und ja klar, jetzt müssen wir ein bisschen nachschieben. Aber es ist nichts, was dramatisch abläuft, das irgendwie schrecklich wirkt. Emma macht es jetzt gerade zum allerersten Mal. Sie hat zu Hause auch einen Hof mit Schweinen, aber keine Sauen. Und auch ungelernte Leute kriegen die Tiere da rein. Es ist, hat immer ganz viel damit zu tun, wie man auch mit den Schweinen umgeht. Da seht ihr das, die Sau ist drin. Wir haben vorhin natürlich auch ein bisschen Futter reingemacht, um zu locken. Aber wir haben echt festgestellt, dass wenn wir die Schweine wirklich laufen lassen in aller Ruhe, das schneller geht und für alle Beteiligten wesentlich entspannter ist. Und der Hinterkopf hat die nordische Ruhe. Oder? Da kommt gleich die andere. Aber 9 geht doch, oder? Ja, aber. Achso, da ist ja die Boot noch gut. Genau. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich habe auch mit Kritikern zu tun, die uns sagen, ihr quält die Tiere, das ist unglaublich, dass diese Schweine da drin stehen und das wollen wir nicht und ihr, ja, die werden da eingezwängt, eingesperrt. Und viele von unseren Berufskollegen und ich auch kann das gar nicht verstehen, dass Leute so denken. Natürlich ist es befremdlich, dass eine Sau im Kastenstand steht. Und natürlich sind wir, glaube ich, alle gewillt, dass wir dieses System irgendwann verändern können. Problem ist aber, es gibt noch keinen wirklichen gesetzlichen Rahmen, wie wir das umbauen müssen und was bringt uns das, wenn wir hier eine 500.000 investieren und uns in 3 Jahren jemand sagt, Pech gehabt. Die darf hier nicht rein? Nee. Okay, dann müssen wir die anderen holen. Dann holen wir die andere. Schätzchen, du darfst hier noch nicht rein. Du musst in die andere Tür, du wolltest aber gerade nicht rein. Hey, da kommen noch 9. Du verwirrst mich. Ja, die sind aber noch nicht gewaschen. Ah, die sind nicht gewaschen. Genau. Und noch sind sie 28 Tage drin. Das ist auch einfach zu lang, definitiv. Nur, wir würden es gerne umbauen, wir können es aber nicht umbauen. Zweck dieses Korbes ist halt ja, der Ferkelschutzkorb, dass ich die Sau während der Geburt und auch nach der Geburt nicht auf die kleinen Ferkel schmeißen kann, die sich auf der Suche nach Milch und Co. befinden und ja, immer unter der Sau aufhalten, immer. Und das habe ich schon so oft tausende Mal erlebt, dass eine Sau aufsteht, kurz nach der Geburt lässt sich wieder fallen und da liegen 2 Ferkel drunter. Und um das zu verhindern, um das ein bisschen in den Griff zu kriegen, haben wir diese Ferkelschutzkörbe. Die retten auch nicht jedes Ferkel, aber die retten massiv viele Tiere. Und ja, in der freien Wildbahn gibt es keine Kastenstände, das wissen wir natürlich auch. Aber schaut mal nach, nach der Mortalität von Wildschweinen, das ist die Todesrate in den ersten 4 Wochen, die liegt stellenweise bei 50%. Und da ist der Grund erdrücken auch einer der Gründe, weil es auch da das Phänomen gibt, dass die Ferkel Wärme suchen, die Ferkel suchen die Nähe zur Sau und ja, dann passiert's. Jetzt müssen wir hier zum drastischen Mitteln greifen. Der Lennart holt das Brett, weil die Sau da einfach nicht rein möchte.
Und jetzt haben wir den Vorteil, wir sind geistig manchmal überlegen. Manchmal. Und mal gucken, ob es diesmal reicht. Vielleicht reicht's. Mit dem Brett? Mit dem Brett, ja. Das ist das, was sie kennt. Aber sie hat einfach noch keinen Bock, darüber zu laufen. Komm, wir machen mal hier den Hampelmann vorweg. Komm her. Jetzt versauen uns nicht das Video, Lady. Komm her. 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 Wo ist Michi? Geht sie zurück. Komm her. Ja, Taktik Futter bezieht jetzt. Wir haben noch 4 Minuten 30. Bis dahin müssen wir die Sau drin haben. Ganz wichtig, dass wir den Leuten zeigen können, ja, wir sind cleverer als ein Schwein. Klappt manchmal sogar. Nicht immer, aber manchmal klappt es sogar. Okay, hier, jetzt kommt die Futtertaktik. Komm her, Lady. Jo. Na, ich muss mal kurz das Kamerabild drehen. Weil jeder ist käuflich. Wirklich jeder ist käuflich. So auch diese Lady hier. Tün, tün, tün. So, jetzt hat sie den Boden quasi überwunden. Düdüm. Und sie jetzt akzeptiert, dass sie auf dem grünen Boden läuft, nicht auf dem Betonboden. Und jetzt ist eigentlich alles schon wieder in der gewohnten Phase. Und die Lady läuft da auch rein. So stelle ich mir auch den Umgang mit den Tieren vor. Respektvoll, mit kleinen Tricks. Funktioniert fast immer. Bei diesem Thema können wir auch ganz kurz eben die Treibehilfen ansprechen, die wir so haben. Treibehilfe Nummer 1, der Azubi. Wenn der Azubi nicht ausreichend in der Lage ist, das Tier zu treiben, nimmt er das Brett in Hand. Und das Brett muss immer dabei sein. Weil mit dem Brett kann ich immer den Weg so ein bisschen vorgeben, wo das Schwein hinkommt. Das Schwein hat vor den Augen auf einmal eine Wand. Und damit kann ich das Tier super lenken. Dann gibt es noch die tollen Treibrasseln. Wo sind sie? Hängt da, hängt da, hängt da, hängt da, hängt da. Okay. Du merkst, so ein Video machen ist Stress, ne? Also, da sind sie schon, genau. Die nutzen wir hauptsächlich für die Ferkel. Da seht ihr so ein Paddel an einem Stock. Und weil die Ferkel ja, und der Hinnack ist groß. Jetzt rate mal, welches Paddel für euch ist. Hat geklappt. Ihr habt es gehört. Hier vorne ist so ein, ja, so ein Raschelzeug drin. Und die Dinger benutzen wir quasi so. Kann man das sehen? Ah! Also über den Boden und dann wird das Schwein durch ihn. Und damit kann man einfach Krach machen. Das irritiert die Schweinchen. Und dadurch laufen sie ganz gut. Wichtig ist aber beim Schweinetreiben, dass man sich in den Blickwinkel der Tiere versetzt. Ganz wichtig. Weil gerade bei Ferkeln ist es so, dass wir ja quasi drüber hergucken können. Wir sehen, wo es hingeht und die Ferkel können es nicht sehen. Die gucken immer nur auf den Hintern, wenn die jetzt in der größeren Gruppe laufen, des Vordermanns. Und wenn der Vordermann stehen bleibt, bleibt der junge Mann dahinter natürlich auch stehen. So, das sind quasi, das machen wir jetzt alle 3 Wochen. Ah, das wollte ich auch noch erzählen, genau. Das machen wir alle 3 Wochen, weil wir haben einen 3-Wochen-Rhythmus hier. In diesem Stall haben wir, jetzt muss ich überlegen, 210 Sauen, da kommt die nächste an. Die geht jetzt in die Dusche. Dann mit 210 Sauen. Und diese 210 Sauen sind aufgeteilt in 7 Gruppen. Und eine Phase vom Abferkeln bis zum nächsten Abferkeln dauert ungefähr 21 Wochen. Und wenn man jetzt mal 21 durch 7 teilt, dann ist man bei 3 Wochen. Und so setzt sich unser 3-Wochen-Rhythmus zusammen. Sprich, alle 3 Wochen haben wir eine Tätigkeit. Alle 3 Wochen ist Sauenduschen. Alle 3 Wochen ist kurze Zeit danach das Abferkeln. Alle 3 Wochen ist Absetzen. Alle 3 Wochen ist Besamen. Das macht das ganze Management von so einer Herde relativ simpel. Natürlich hat man immer Tiere dazwischen, die sich nicht ans System halten. Ganz normal. Weil es halt Tiere sind. Aber im Großen und Ganzen klappt es eigentlich immer ganz gut. Und so kann man auch die Arbeiten bündeln. Zum Beispiel haben wir heute Morgen besamt. Hier gehe ich mal kurz ins FDZ rein. Haben heute Morgen besamt. Diese Gruppe ist seit 20 Tagen, 41 Tagen besamt. Nebenan das Deckzentrum, da sind sie gerade besamt worden. Und das auch immer nur alle 3 Wochen. Das macht die Sache echt einfacher zum Managen. Genau. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden, die letzten 30 Sekunden. Seid ihr noch da? Wir müssen den Chef sagen. Wollte ich schon mal für Freitag Werbung machen. Weil Freitag kommt ein Video, was viele von euch verlangt haben, wie wir das GPS-System einstellen. Weil wir müssen noch heute Nachmittag noch eine Fläche Getreide sehen. Und da versuche ich das mit Janis mal so ein bisschen für euch zu erklären, wie das GPS-System funktioniert. Okay, die Zeit ist um. Sagt Tschüss.